Jan. Lucifer. Ich würde jetzt gerne noch die Herrentoilette sauber machen und dann nach Hause. Ich würde auch gerne in Urlaub, kann ich auch, aber nicht. Ich bin fertig dann. Ja, bin schon, hau ab. Das war ein Spaß, hast du gut gemacht. Danke. Gerne. Hallo? Hallo? Ey, die Party ist vorbei. Hallo? Wer ist denn? Boah, Freddy? Freddy, komm mal raus! Oh, du stinkst. Oh. Freddy! Ich glaub's nicht. Lass mir eine Chance geben. Freddy, fass mich nicht an! Boah, du Befehls, Alter. Ey, Freddy, fang gar nicht erst an zu reden. Ich will nichts davon hören. Nicht nur, dass du daran schuld bist, dass ich diesen Scheißjob hier machen muss. Jetzt muss ich auch noch deine Kotze wegmachen. Ey, reicht es dir nicht, dass ich das komplette Wochenende hier auf diesen Scheiß-Toiletten abgegammelt hab? Das war meine Schuld mit dem Blomberger. Ich begreife es doch. Die eine Chance, bitte verzeih mir noch. Ich habe das nur gemacht, weil ich dich liebe. Freddy, ich werde dir nie wieder verzeihen. Nie wieder. Dafür müsstest du schon hier mit einem geschmückten Einhorn in der Zirkuskapelle sieben Zwerge ankommen, die Lucy in the Sky with Diamonds singt. Dann würde ich dir vielleicht verzeihen. Verpiss dich bitte einfach. Geh dich duschen, waschen, du stinkst. Hau ab. Hau ab! Geh! Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Kannst du mir meine Scheiße? Alter, sieh zu, dass du hier rauskommst, aber ganz schnell. Ey, da kotzt mir noch die Bude voll. Sehr sexy. Ey, das nächste Mal hau ich den direkt aufs Maul. Ich erzieh dich, Bengel und deine Jungs auch. Ich hab das ganze Wochenende einfach kein Auge zugemacht. Ich musste die ganze Zeit an die Begegnung mit dem Mann denken, der mein ganzes Leben zerstört hat. Hi. Lea, was machst du? Was machst du hier? Was ist? Brauchst du noch lange? Weil ich muss wirklich ins Bad. Ich muss mich auch fertig machen. Ich bin der Prozess, der ist heute. Lina wartet auf mich. Und deswegen bitte, ich hab's halt auch echt ein bisschen. Ja, ich will dich jetzt nicht da raus werfen, doch eigentlich schon. Weil, ja, wie gesagt, ich bin irgendwo auch ein bisschen. Natürlich wahrscheinlich angespannt und deswegen. Ach, sorry, tut mir leid. Ich musste kurz alles mein Gesicht. In Ordnung? Ja, alles gut. Ich habe mir nur eben beim Haare machen das Haarspray irgendwie voll in die Augen geknallt und dann musste ich mein Gesicht mal kurz auswaschen, meine Augen. Alles cool. Sicher? Ja, ja, klar, okay. Alles super. Willst du mich vielleicht nicht sogar begleiten? Ich meine, das wird Lina bestimmt echt gut tun und heute ist der Tag. Jerome wird endlich für all das, wird er endlich in den Knast kommen. Das wäre echt gut, glaube ich. Ich würde wirklich so gerne mitkommen, aber ich habe Marc leider versprochen, dass ich beim Tag der offenen Tür auf der Rettungswache dabei bin. Aber ich bin wirklich, ich bin mehr als in Gedanken bei euch. Und ich hoffe wirklich so sehr, dass er einfach seine gerechte Strafe bekommt. Guten Tag. Servus. Was ist hier? Nur Durchzug oder was? Was geht los? Chef. Guten Tag. Und schreiben wir überall dran, wo ich der Homie ist. Oder was? Moin. Hallo. Moin. Wo soll man denn hinfahren? Ja, bist du wieder im Lager. Hier stört er. Wie Lager? Ja, was soll der Tisch hier bei uns hier im Raum? Tag auf eine Tür? Der Ding ist die Tür auf. Lass nicht, du hast es vergessen. Heute. Scheiße. Marc, du wolltest Brötchen bzw. Ja, ich war die ganze Zeit noch bei Juli im Krankenhaus. Ich hab das voll verpeilt. Ja, tschüss. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Ich hab.
der Wache 5 Bescheid gesagt, dass die Flirty übernehmen. Aber ja, das weiß die ich, Leute ja. kommen doch gleich, du musst doch jetzt hier. Was Problem, Leute? Ja, ich dachte ja auf eine Tür, ich habe das irgendwie verpeilt und ich sollte das Essen kaufen jetzt. Ach. Hey, Leute kommen ja gleich, ich kann jetzt nicht mehr los. Scheiße. Ich würde dir helfen, aber ich... Ja, nein, du gehörst im Bett, komm, zieh dich ja, komm, lass mich dir helfen. Ich hab doch genug Essen gehabt, ich bin wirklich genug da. Ich hab ohne Ende. Ich, pass auf, wir können, wenn du willst, kann ich dir jetzt schon mal den Brötchenwagen hier lassen. Dann hast du auf jeden Fall schon mal die Leute ja, versorgt. Ja, geil. Ja. Und dann besorge ich noch was irgendwie. Irgendwas, was hier da ist. Keine Ahnung, was haben wir denn? Ja, was wäre denn hier mit Würstchen oder so? Würstchen? Salätchen? Würstchen ist geil. Pass auf, ich hab 1A Kartoffelsalat, kann ich dazu machen. Weißt du? Geil. Machst du das? Immer, ja, loben, kein Thema. Ey, du rettest mir den Arsch. Ach, komm mir auf. Du hast einen gut bei mir. Gib mir einen aus wieder im Cage, ist die Sache erledigt. Danke, ja, danke. Ich mach mich auf den Weg. Schön, dass er mitdenkt. Ja, kann mal passieren. Ja, den Tag der offenen Tür als Chef zu verschwitzen, das ist schon ganz schön peinlich. Aber zum Glück habe ich ja mein Team und Kai, die mir jetzt irgendwie aus der Klemme helfen. Muss ich nur irgendwie noch zusehen, wie ich an Getränke komme. Oh gut, da kann ich Lea anrufen und die hilft mir sicherlich aus der Patsche. Heute ist der Prozess gegen Jerome und seine Freunde. Auch wenn ich weiß, dass alle meine Freunde hinter mir stehen, kriege ich vor lauter Nervosität einfach kein Bissen runter. Stopp! Willst du mich eigentlich verarschen, Junge? Jedes Mal das Gleiche. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Lass deine Scheißunterhose nicht im Badezimmer! Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du mich nervst? Ja, ich muss dir immer hinterherrollen. Geh mir doch einfach aus den Augen. Ey, könnt ihr vielleicht beide aufhören? Ausnahmsweise mal heute. Sag ihr das bitte. Ich hab keinen Kopf dafür heute, okay? Versteht ihr das? Ja, verstehst du das? Lina, es tut mir wirklich leid. Darfst dir auch. Schatz, ich wollte nicht so unsensibel sein. Ja, entschuldige dich. Das tut mir wirklich leid. Ist schon okay. Mann, ich weiß einfach nicht, wo mir der Kopf steht. Diese Gerichtsverhandlung macht mir einfach zu schaffen. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme heute. Schatz, Mann, hör auf, dir zu viel Gedanken zu machen. Du wirst es schon hinkriegen. Guck mal, was für eine starke Frau du bist. Du hast Jeromes Vater in die Eier einfach so getreten. Also, ich bitte dich. Du wirst es schon hinkriegen. Und außerdem sind wir auch noch da. Wir sind auf jeden Fall hinter dir und werden dich unterstützen, okay? Ja, du weißt, dass sie nicht die Hellste ist. Der Vergleich war ein bisschen schlecht. Nein, tut mir leid. Wir beide wissen, was du für eine starke Frau bist. Wir beide wissen, was du schon alles durchgemacht hast. Nach dieser ganzen Scheiße, die du leider erlebt haben musst oder erlebt hast, wirst du das heute mit links machen. Okay? Danke, Leute, wirklich. Hört einfach nur auf zu streiten, okay? Alles gut. Damit ich in Ruhe essen kann. Das gibt's doch nicht. Das ist doch der Domberger. Domberger? Hoffentlich geht's ihm genauso beschissen wie mir. Domberger! Ey! Domberger! Freddy! Was machst du denn hier? Wie, was mach ich? Sie haben mich doch gerade gesehen. Tut mir leid, ich hab dich nicht gesehen. Nicht erkannt wohl, ne? Wissen Sie was? Ich glaube, Ihnen ist das alles peinlich. Und ich frage mich eigentlich, hat sich das Gigolo-Leben gelohnt, hier dem kleinen Mädchen flachzulegen für gute Noten? Und, wie geht's denn Ihrer Frau? Ach nee, Sie haben ja gar keine mehr. Und Job? Müssen wir auch nicht mehr. Aber wie sieht's eigentlich aus mit der Wohnung? Oder leben Sie mit einem schicken Karton hier draußen? Freddy. Wer sagt dir eigentlich, dass ich keinen Job habe? Hast du dich mal erkundigt, wie es auf dem Markt aussieht? Es herrscht Lehrermangel. Und ich unterrichte schon längst wieder. Und die Sache mit meiner Frau, dass die Wahrheit endlich ans Licht gekommen ist. Hey, ich muss dem verliebten Ritter wirklich dankbar sein dafür. Weißt du, zwischen mir und meiner Frau lief das sowieso nicht mehr. Und sag mal, warum bist du eigentlich nicht in der Schule? Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheißschule. Keinen Bock mehr auf die Schule. Solltest du aber haben. Sonst bist nicht du derjenige, der auf der Straße landet, mein Freund. Stinken tust du zumindest schon wie ein Penner. Ey, das kann doch alles nicht sein. Der Domberger, der sollte verkatert sein, der sollte am Ende sein und nicht ich. Und dem Spacko geht's jetzt gut? Mann, das ist doch alles unfair. Fertig?
Hallöchen. Hi. Alles gut? Ich frag direkt mal geradeaus, bist du wo Markus? Ja, der müsste einmal drüben sein. Geh einmal durch den Aufenthaltsraum. Schon gefunden. Okay. Danke. Hallo. Hallo. Deswegen passt das ja auch. Warte kurz. Der Getränke liegt auf. Du bist so ein Schatz. Ne? Ich weiß nicht, was ich ohne dich machen würde. Ja. Danke, danke. Gerne, gerne. Alles gut. Ja, super. Tunjai, kannst du dich vielleicht kurz um Bo kümmern? Weil ich muss hier so ein paar Getränke oder was aufstellen. Jetzt kannst du dich ein bisschen entspannen. Boah, das sag ich dir. Ich habe draußen ein Carsharing-Auto, das habe ich mir gemietet, noch mehr Getränke. Ah, super, alles klar. Dann mache ich das jetzt einfach direkt. Alles gut, entspann dich. Dankeschön. Gerne. Tobi, kannst du mir kurz anfassen? Ja, ich auch gerne. Kai, komm rein. Ich glaube es nicht. Super, das ist ja sicher. Was macht der denn schon wieder hier? Und warum versteht er sich so gut mit Marc? Nee, aber jetzt erzähl mal, was hast du hier alles drin? Ich hab's gedacht. I've been hearing your voice crawling in my head, and I keep feeling your words bouncing off my skin. I can't sleep when I'm sure.